Hallo ihr Lieben, ja ich weiß, es ist eine Weile her, dass ich ein Video gedreht habe, es tut mir so leid, aber ich bin jetzt wieder da und ich habe vor, jetzt wieder regelmäßig Videos hochzuladen. So, heute soll es um ein Buch gehen und zwar um Grey. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige dieses Buch schon, das ist auch von E.L. James, so heißt sie ja, die 50 Shades of Grey geschrieben hat. Und dieses Buch ist eben das erste Buch, 50 Shades of Grey, heißt das so, ne, auf Deutsch. Ich komme da immer durcheinander mit den englischen und den deutschen Titeln, weil warum sind beide auf Englisch? Ja, der erste Teil auf jeden Fall, aber aus der Sicht von Christian. Ich habe das Buch auf Englisch, das kam, glaube ich, am 18. Juni raus. Und ja, ich lese ja generell gerne Sachen dann im Original. Das Deutsche sollte am 21. August rauskommen, falls das nicht stimmen sollte, schreibe ich euch hier nochmal das richtige Datum hin. Und ja, ich wollte ein bisschen mit euch drüber reden. Ich glaube, ich kann da auch jetzt offen drüber reden, weil ich nehme mal an, dass Leute, die dieses Video jetzt schauen, auch schon 50 Shades of Grey gelesen haben. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, nur eben aus einer anderen Sicht. So, was hat das gute Stück gekostet? Ich glaube 12 oder 13 Euro. Es sind, lasst mich gucken, wie viele Seiten es sind. 558. Und ja, ich habe das hier in, wie heißt das? Nicht Hardcover, sondern ein Taschenbuch. Ich habe ein Taschenbuch. Und ja, das ist das Cover. Ja, ganz interessant. Ich nehme an, das soll das Auge von Christian sein. Ja. Meine ersten Gedanken zu dem Buch. Ich habe mir eigentlich davon nicht viel erwartet, weil ich die Bücher nicht so toll fand. Ich hatte ja darüber schon mal kurz gesprochen, als ich so eine Movie-Review gemacht habe. Dann kann ich euch den Link auch nochmal gerne in die Infobox setzen. Auch wenn ich mein Make-up furchtbar in diesem Video finde mittlerweile. Aber ja, ich kann das mal unten reinsetzen. Und da habe ich euch ja gesagt, dass ich 50 Shades of Grey als Buch furchtbar fand. Vor allem eben auch wegen der inneren Göttin, wo mir übrigens sehr viele Leute zustimmen, zum Beispiel du, liebe Jessie, fand das auch ganz schlimm. Und ich habe auch schon öfter gehört, dass andere Leute das nicht so toll fanden. So, da habe ich jetzt mir natürlich gedacht, da dieses Buch aus der Sicht von Christian geschrieben ist, kann das ja gar nicht so schlecht sein, weil die innere Göttin schon mal wegfällt. Und ich weiß nicht, Anna ging mir auch irgendwie ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand es einfach interessant, mal zu hören, beziehungsweise zu wissen, was er so in diesen verschiedenen Momenten gedacht hat. Und ich habe das auch gepostet gehabt bei Instagram, als ich das Buch eben gekauft habe. Und einige meinten, ich soll mir doch da bitte danach nochmal den Film angucken, weil man dann irgendwie ein ganz anderes Gefühl bekommt. Und das habe ich auch getan. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Ich weiß natürlich nicht, wann dieses Buch geschrieben wurde. Ob das jetzt während des Drehs des Films war oder danach oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es interessant. Was kann ich dazu noch sagen? Ich finde dieses Buch um Welten besser als 50 Shades of Grey im Original. Ich finde die Sicht von Christian sehr interessant. Natürlich ist es genau die gleiche Story, aber trotzdem nochmal auf so einer anderen Ebene irgendwie. Man erfährt eben viel mehr über ihn. Es geht auch dann zum Beispiel über um Geschäftspartner und sowas. Das fand ich jetzt nicht so interessant, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, wer die Bücher gelesen hat, weiß, dass im zweiten Teil dann diese ganze Geschichte mit dieser Layla ist. Das fängt hier in diesem Buch schon an. Man kriegt so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, auch Sachen aus Christians Kindheit eben, weil er eben dann träumt und dann kriegt man so einen kleinen Einblick. Man bekommt auch mehr mit von Elena Lincoln, heißt sie, glaube ich, ne? Miss Robinson. Und das ist einfach interessant. Das ist auch interessant zu wissen, was Christian so über Anna denkt, vom ersten Moment, wo er sie trifft, das ganze Buch eben durch. Die ganzen Sex-Szenen, die ja wirklich bei diesen Büchern oft vorhanden sind. Ach, ich sehe aus, als würde ich total glänzen. Es ist warm, Leute. Es ist warm. Ich glaube, es hat über 30 Grad heute. Entschuldigt mich deswegen. Ja, die ganzen Sex-Szenen sind auch von seiner Sicht mal irgendwie anders. Bei Anna war das ja alles okay, war dann so ihr ersten sexuellen Begegnungen, bla 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 bla. Und bei ihm irgendwie auf eine andere Art und Weise interessant. Wer das nicht mag, der wird dieses Buch auch nicht mögen, weil ja, dieses Buch besteht einfach zu 90% aus Sex. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall fand ich das Buch wirklich unterhaltsam und echt gut. Ich habe das jetzt in weniger als einer Woche gelesen. Ich hatte jetzt auch Zeit, ich habe frei die Woche, darum habe ich jetzt noch fleißig gelesen und am Wochenende auch. Aber ja, ich fand's gut. Also ich fand's wirklich viel besser als das erste. Und ich glaube, dass ich dieses Buch dem Original vorziehen würde. Ich habe auch schon eine Freundin, der Lisa.
hallo an dich, empfohlen, lieber dieses Buch zu lesen als das Original, weil, nee, das konnte man sich einfach kaum geben mit der inneren Göttin. Ja, das war meine kurze Review zu dem Buch hier. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euch 50 Shades of Grey sowieso interessiert, schaut euch danach den Film an, das war eine gute Idee. Und ich hoffe, dass die weiteren Teile auch noch geschrieben werden aus Christians Sicht, weil ich fand es einfach sehr interessant. Und eben auch so dieser innere Konflikt von ihm, ne? Er ist ja so, nein, fass mich nicht an und weiß ich nicht was. Und wie sich das so nach und nach entwickelt einfach, seine Gefühle. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielleicht habt ihr jetzt irgendwie demnächst Ferien, dann könnt ihr euch dieses Buch holen und fleißig drauf loslesen. Und ich hoffe, dieses kurze Feedback hat euch gefallen und bis bald. Tschüss.